Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir mit einer weiteren neuen Items-Challenge, nämlich dieser mit dem Realm of Gods-Team. Das war in den Kommentaren auf jeden Fall von euch gefragt. Ihr wollt das Ganze mit einem Realm of Gods-Team sehen. Die neue Items-Challenge ohne Items, Boss Rush Stage 5. Wir haben es jetzt bis jetzt schon gemacht mit dem Portal und Fusion-Team. Und ich bin ehrlich, mit dem Portal und Fusion-Team, klar, kann man eigentlich nicht wirklich von einer Challenge reden. Wobei es mir hierbei geht, warum kann man nicht davon reden, weil die Teams da wirklich sehr, sehr solide sind. Also sofern man halt diese Teams hat, ja, das hat ja nicht jeder. Worum es bei mir geht, ist, bei diesem No-Items-Challenge ist, dass ich einfach verschiedene Teams nehme, mit denen in Boss Rush 5 gehe und mal gucken, wie lange ich für die brauche und ob ich es mit ohne Items schaffe. Und es soll natürlich eine Herausforderung auch für euch sein. Heißt, wenn ihr mitmachen wollt, joint einfach hinzu mit eurem Team eurer Wahl oder mit dem gleichen Team und gebt mir eure Zeiten durch, wie viel ihr gebraucht habt, sei es auf den Social Media Kanälen oder in den Kommentaren. Lasst mich einfach wissen, damit wir quasi ein bisschen Interaktion haben, ja. Damit das Ganze nicht so ein bisschen öde ist, dass man einfach in den Boss Rush reingeht, sondern dass wir eine kleine Herausforderung auf jeden Fall mal haben. Das ist die ganze Idee dahinter, meine Freunde. Und wenn euch das Ganze eben gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu hier seid, drückt auf den Abo-Button, damit ihr quasi den Hashtag OC weiter joint, ja, die wohl kranksten Fighter auf Erden, die nicht mal hinbekommen, auf den letzten Ruck hier Ki einzusammeln. GG. Naja, aber anyways, wie gesagt, Realm of Gods, ich habe hier pur auf Angriff gelegt, nichts anderes. Wir wollen hier einfach nur attackieren, 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 nichts anderes. Kennt ihr das? Das ist auch mal so ein Ding. Diejenigen, die noch Stefan Raff kennen, die, der hat immer so Buttons in seiner Show, kennen wahrscheinlich ein paar von euch, vielleicht auch andere nicht. Anyway, sei es drum, da war quasi so ein Button davon, so ein alter Opa, der dann kommt, das war quasi, das Geräusch war so, düt, und dann kommt immer so eine Szene, so ein Clip, sag ich mal, und bei dem alten Opa war es so, der kommt so rein, düt, attackieren, attackieren, attackieren. Keiner weiß, Alter. Anyway, das war beiseite geschoben. Gehen wir hier, wie gesagt, auf ich würde es nicht wieder sagen, aber wir gehen hier auf Angriff, wir gehen hier auf jeden Fall auf Angriff, das ist die Devise. Ja, GG Ozaru, ja, hier Key Placement ist auf jeden Fall on fleek heute, wir kriegen auf jeden Fall auf jeden eine Ulti nicht. Wie wird es in Sachen Rotation aussehen? Auf jeden Fall, wir haben hier einen Vorteil, wir haben einen Bonus, egal wo Eli Goku Black in welchem Team er ist, ihr habt auf jeden Fall einen brutalen Vorteil, weil er uns die ganze Zeit hielt, also wir bräuchten da nicht unbedingt Items. Die andere Sache ist, wir Ultra Instinct Goku ist auch auf jeden Fall solide, mein und der Friend haben, glaube ich, einen Dupe drinnen, dieser Godku, ich weiß ja, ob ich Godku und Ui Goku in einer Rotation halten werde oder Ele Vegito mit Vegeta Blue, testen wir einfach mal ein bisschen aus, was da so geht. Beziehungsweise Omega Shenlong ist ja unser Albtraum, der wird das quasi da verhindern, dass wir unsere Rotation die ganze Zeit halten. Ja, wir werden einfach mal die meiste Zeit einfach so annehmen, wie es ist. Wird ja auf jeden Fall so schnell wie möglich versuchen, hier durchzuklicken. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert. Natürlich könnte man auch Supporter mitnehmen. Aber wegen dieser neuen Items Challenge, also ich sag mal so, bis jetzt habe ich keinen Supporter mitgenommen. Ich bin da voll auf Angriff gegangen. Jetzt meme ich mich halt selbst mit dem Ding, aber was soll's. Bin da voll Angriff gegangen und hat auf jeden Fall funktioniert. Nur haben wir ein bisschen viel Zeit gebraucht. Ich bin mal gespannt, ich bin echt gespannt, mit welchem Team ich es unter 20 Minuten schaffe. Fusioner haben wir verkackt, da habe ich verloren. Potara haben wir 23 Minuten oder sowas gebraucht. Guck mal, ich kann echt nicht viel zu sagen. Was ich aber auf jeden Fall sehen will und guter Zuversicht bin, dass wir das eigentlich sehen sollten, ist... Moment, lass mir das jetzt mal richtig alles einsammeln. Ist die Transformation von Ultra Instinct Goku. Bin ich guter Dinge? Ich hoffe, das wird auf jeden Fall passieren. Bis jetzt halten wir halt immer einen Ultra Instinct Goku in einer Rotation mit Godku. Sie linken sich sehr, sehr solide. Kommen auf Ki plus 3 bis zu 55% Angriff. Also das muss man nicht viel drüber sprechen. Die Zeilen in der Rotation sind auf jeden Fall gut. Mein Godku hat 3 Dupes. Also von ihm will ich auch auf jeden Fall Shit sehen. Solide Unit ist auf jeden Fall. So ist nicht. Ja, das ist aber nicht Shit sehen. Ja, dann wollen wir die Crits sehen, ne? Wir wollen die Crits, nicht den Shit sehen. Und, ja, ich glaube, ich werde eher Vegito Blue und Vegeta Blue in der Rotation halten. Irgendwie kommt es mir so, als hätten die mehr One-Shot-Potenzial als die beiden Dudes da an der Stelle. Kann mich täuschen, ich täusche mich vielleicht auch. Also, ob so oder so, die Rotation sind halt so oder so insane. Das, ja, gucken einfach mal, guck mich, ja, weiß nicht. Also das mache ich spontan wie immer, so legit. Die Sache an Vegito Blue und Gogeta ist halt, wenn die in einer Rotation sind, sie linken sich echt solide. Prepared for Battle, Super Saiyan, Warrior Gods geben sie sich mit. Und ansonsten, wenn der Godku in eine Rotation reinkommt, würde noch Vegeta Fierce Battle mitbekommen. So, das ist das, was ich eigentlich im Kopf habe. So, und ja, Stream of Gods, ich rotiere trotzdem Ultra Instinct Goku raus. Ist mir so an der Stelle Wurst, wenn ich das so sagen darf. ja, alle anderen, die Ultra Instinct Goku spielen wollen, die spielen natürlich mit ihm, so ist nicht. Aber ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es an mir lag, aber ich habe legit, ich habe nur ein Ultra Instinct Goku in der Friendlist gefunden.
GG. Ich muss, ohne zu lügen, 10 Minuten suchen. Ne? Also deswegen wäre es mal geil, wenn sie das Friend-System mal vorziehen. Ne? Diese Friend-System-Filter, das Update dazu. Oder auch die Sammler-Animationen. Das sind eigentlich so Sachen, so gute Dinge, die eigentlich davor, die man vorziehen könnte. Ich sag's mal so, das sind eigentlich so Sachen, die man halt wirklich vorziehen könnte, aber. Ja, wir kennen die Entwickler, die machen da eh, was die wollen. Ne? Ob so oder so. Ob so oder so. Nun gut. Wir haben eigentlich noch. Oh, Deutsch, Level 5 Deutsch. Wir haben eigentlich noch nicht so viel Action gesehen. Die Jungs tanken auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ziemlich gut. Bin ich wirklich fasziniert von allen. Heißt, ich bin eigentlich gute Dinge, dass wir das schaffen. In der Regel. Zum Beispiel mit Brotaro und Fusion Team schafft man das eigentlich ohne Items. Sofern das Team natürlich gut ist. Nicht jeder hat ein gutes Team. Aber sofern man ein gutes Team hat, schafft man es. So ist nicht, man schafft es. Ich hatte mit dem Potara nicht, sondern Fusion Team ein bisschen Pech. Aber ey, da seht ihr es. Es ist schon eine kleine Herausforderung. Von einer Herausforderung kann man eigentlich schon sprechen, wenn ich ehrlich bin. So ist nicht. Natürlich schaffen das viele von euch easy, will ich keinem was vormachen. Aber es ist nicht immer der Fall. Ja, es ist trotzdem eine kleine Herausforderung mit gewissen Teams. Bei anderen Teams ist schon eine große Herausforderung. Und da ist quasi auch die Message an euch. Ihr habt mir jetzt in den letzten Teams, by the way, finde ich es auf jeden Fall cool, dass es gut ankam, dass ihr da auf jeden Fall auch mitmacht bei der Challenge. Und aus den Kommentaren konnte ich lesen, jetzt das meistgewollte Team war mein Realm of Gods Team. Falls ihr andere Teams sehen wollt, lasst mich einfach mal in den Kommentaren wissen. Und ich nehme das Team und bomb und gehe da mal einfach mal rein. Aber, also, behaltet im Hinterkopf, ohne Items mache ich das trotzdem. Ohne Items. Heißt, wenn ihr mir da vorschlägt, zum Beispiel Free-to-Play Ginyu Team, ohne Items wird es wahrscheinlich nicht machbar sein. Mit Items schwierig. Aber wie gesagt, wenn ihr auf irgendein Team Bock habt, lasst mich einfach in den Kommentaren wissen und dann schaue ich mal, was ich da machen kann, um das Team so zu bauen nach euren Vorstellungen. Nun gut. Jetzt habe ich halt immer noch nicht die Jungs da in eine Rotation gebracht. Weißt du, ob wir das schaffen? Also Vegeta Blue und Elevator Blue. Ist es ein Ding? Ich glaube, das will ich probieren, um ehrlich zu sein. Wir bekommen halt hier wirklich nur Schaden, wenn es Super Attacks sind. Achso, by the way, mein Handtuch ist auch am Start, unser Boy. Ich heiß. Man muss uns protecten. Ich muss meinen Nacken protecten hier an der Stelle. Oder ganz egal, Goku, sie haben einen Dupe. Lass ihn mal sehen. Du hast 3 Dupes. Hau mal einen Crit raus. Crit oder Additional Attack, irgendwas. Aber immerhin Additional Attack, aber kein Additional Ulti. GG. Müssen wir hinnehmen. Aber wie viel Schaden bekommt er? Das guck mal, auch mit Typennachteil. Das ist geil an dem Team. Sie bekommen echt wenig Schaden. Vor allem jetzt, da wir gegen Extreme-Gegner kämpfen, der debufft ihn hier gut. Unser Boy Vegeta Edition. Nee. Ja, ich mach's. Ich bring LRW to Blue und Vegeta in eine Rotation. Nee, egal. Ich bin mit der Goku und Gotku nicht so zufrieden bis jetzt, wenn ich ehrlich bin. Wir werden das anders machen. Wir machen das auf jeden Fall anders. Beziehungsweise kommen wir jetzt eh zu Omega Shenlong. Und der macht dann, also der verhindert dann eh, dass wir die Charaktere rotieren können. Ja, die sind noch festgesetzt. Ja, komm. Oh. Aber Goku Black und Rosé wollen wir auf jeden Fall nicht. Wollen wir auf jeden Fall nicht trennen. Die bleiben immer in der Rotation. Wir hatten jetzt Glück, dass sie sofort in der Rotation waren. Müssen wir nicht drüber sprechen. Ja, 6 Linkskills unter anderem. Synergy ist auf jeden Fall on point. Und jetzt, wie sieht's aus? Ja, jetzt müssen wir das Ganze wahrscheinlich so lassen, ne? Ja, müssen wir so lassen. Egal, komm. Hau mal rein. Elevator Blue as one shot. Und dann, ja, gut, dann haben wir das so. Dann lass Elevator Blue hier drin. Und holen wir noch Vegeta Blue hier rein. Ja, mach mal, ist ein Ding jetzt. Oh, eine Ulti, aber wird nichts ausmachen. Omega Shenlong. Okay, 90.000, ich habe mit weitaus weniger gerechnet, um ehrlich zu sein. 90.000. Na, 90.000. Kennt ihr, by the way, meine meine Mickey Mouse Stimme. Ja, ich habe hier ein paar Stimmen parat. Ob ich die Mickey Mouse jetzt auspacken sollte? Na, weiß ich nicht. Vielleicht kommt es dazu. Naja, schon mal ein Vorstellung. Gut. Elevator Blue, was sag mal? Mindestens 2 Millionen. Mindestens. Ha, easy. Schon mal gut geschätzt auf jeden Fall an der Stelle. Und jetzt kommt physisch Omega Shenlong. Alright. Komm schon. Oh my god. Boo. Oh no, la Jesus. Oh my god. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Before you go in serenade. Die Rotation wollte ich eigentlich nicht. Die wollte ich nicht trennen. Naja, wir haben Full Life wegen der Dukamod auf jeden Fall. Goku Black sollte trotzdem gut tanken. Ja, macht auf jeden Fall solide. Ulti von Omega Shenlong wird wehtun. Wird wehtun, oder? Wird wehtun? Was? Gar nicht.
Manchmal unterschätze ich meine Charaktere total, denn dieser Boy hat ja auch noch natürlich einen Dude. Dupe, der sich halt hier nicht aktivieren will. Aber jetzt geht er. Komm, Pride of Warrior Race. Runter mit dir, Junge. Crit in deine Schnuppe. Rein damit. Boom! Edition Ulti hinterher. Mann! My boy, Vegeta, hört auf mich. Ich finde die Unit so krank. Es war mir auf 100% leider kein Crit. Aber er hat auf mich gehört, auf jeden Fall. Vegeta. Und Rosé kommt dann mit dem Typenvorteil. BD, machen Sie schnell, Rosé. Rosé, kommen Sie. Jetzt. Ja, Sense auspacken. Hier einmal hin und her. Einen auf Naruto tun. Kagebun Shinojutsu. Okay, die Sense ausgepackt. Und. Pff. Ihr merkt aber, Omega-Strahlung auf jeden Fall zu tanky. Oh Gott. Okay. Oh, es ist halt echt nervig an Omega-Strahlung, dass wir die Charaktere nicht switchen können. Ist schon nervig, wenn ich ehrlich bin. Die Rotation sind total im Eimer wieder. Müssen wir auf jeden Fall wieder hinbekommen. Naja, Wii Goku bekommt auch nichts. Was ist da los? Auch null Schaden, nichts. Bin aber echt gespannt, ob wir seine Transformation sehen werden, Freunde. Was sagt ihr? Transformiert sich noch? Ja, nein? Ich weiß nicht. Wenn... Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich es gehört habe, aber... Ich weiß, hier im Dachbodenzimmer, ich glaube, da ist irgend so ein Bienennest oder so, weil kommt immer eine Königsbiene rein. Königin, ja, Bienenkönigin, kommt hier immer Ney und eskaliert, macht einen auf Hunter-Hunter, Madram-Style. Aber, achso, ja, Typenvorteil, ja, nichts aber. Ja, jetzt komm, haut den mal zur Seite, das dauert mir wieder viel zu lang. Man hat hier 1000 Dupes für Charaktere, da triggert einfach gar nichts. Ja, jetzt sollen wir ein bisschen so, jetzt sind wir mal gierig. Jetzt sollen wir das auch mal natürlich ausschöpfen. Wir sind natürlich dankbar für die ganzen Dupes, aber die sollen auch mal verdammt nochmal triggern hier. Let's go, Freunde. Was ist denn jetzt los? Nicht geiern. Oh Gott. Och, Rotation ist am Ass. Die Rotationen sind hinüber. Na gut, ich glaube, wir sind jetzt so ungefähr bei 10 Minuten. Das dauert schon wieder viel zu lang. Wir brauchen ja die Kritze, wir brauchen die One-Shot-Potenzial. Komm mit sie, komm, mach jetzt sie was. Dragon Smash, ja, Dragon Smash, komm. Ja, nice Crit, immerhin. Let go. Ey, mal klicken, ihr hört die Maus ist auf jeden Fall am eskalieren. Wir wollen hier durchklicken, wir sind jetzt bei Ultimate Gohan. Boah, Ultimate Gohan. Ich finde die letzten zwei, also die ersten drei, finde ich von der Tankiness ein bisschen nervig. Die sind schon tanky, die ersten drei Events. Die letzten zwei sind easy. Vor allem das letzte mit Super Video wegen Fierce Battle. Aber ansonsten... Warte, wo ist Rosé? Goku Black ist in einer Revolution, dann tun wir den mal hier raus und machen das Ganze so. Let's go. Ja, Ultimate Gohan wird auf jeden Fall auch lange dauern. Super Video ist, glaube ich, das Event, was am schnellsten schafft, wegen Fierce Battle Link Skill und Asia Gohan Freezer. Weil die kann man auf jeden Fall, die sind machbar, die sind nicht so tanky, die nehmen auch gut Schaden. Pff, alle anderen sind da schon ein bisschen nervig, ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Komm schon, Ultra Instinct sein. Wir wollen nicht ein Anzeichen sehen, wir wollen nicht eskalieren sehen. Bitte, sie haben einen Dupe, machen sie was. Der haut ihn zur Seite gekonnt, boom, Crit rein, fertig. Na doch nicht, aber trotzdem, raus mit dir. Alright. Dann. Hier kommt Ding rein, richtig. Oh Gott. Die Linkskills. Die Linkse sind auf jeden Fall vertreten. Jetzt sind sie aber vertreten. Ja, Gotko, hau mal raus. Komm, Gotko, hau mal raus. Wir wollen alle Vegito und Vegeta Blue in der Note zu halten. Das machen wir jetzt einfach mal. Und ich hoffe, das geht dann viel, viel schneller vorhanden. Und dann bin ich auf jeden Fall auf guten Damage-Output gespannt. Beziehungsweise hoffe ich drauf, sagen wir es so. Leute, bitte. Edition Ulti. Nice. Genau das wollen wir sehen. Ella Goku Black und Rosé. Vielen Dank für den Edition Ulti mit dem Crit hinterher. Ja, wir kommen noch eine Ulti, die macht ja einen guten Schaden. Wir sind halt legit noch nicht einmal unter 50% gedroppt. Sonst hätte sich der Ultra Instinct hier transformiert. Aber sind wir jetzt gedroppt? Ich weiß nicht. Warte halt drauf, um ehrlich zu sein. Weil ich mal sehen will, wie auch der Dude eskaliert. Lol, ich dachte schon, was dauert da so lange, aber nee. Die haben keine Lust, sich hier zu transformieren heute. Legit keine Lust. Ja, bei dem Team ist es auch. Da fahren wir. Allein wegen Goku Black Rosé fahren wir kaum und nicht unter 50%. Ist schon das. Ja, okay, ist schon gestört auf jeden Fall. Mein Boy Vegeta Blue kommt hier auf 1 Million Damage Output. So wie viel macht er im Nachhinein? Ja, ihr merkt, dieser Ultimate Gohan ist wirklich tanky. Leider Gottes. 2 Millionen haben wir hier auf Vegeta Blue. Komm schon, kritten sie irgendwas. Gar nichts. Aber ihr habt es gesehen.
Auf seinem Attack-Stat stand 2 Millionen. Er kam nur auf knapp, nicht mal, aber fast 1 Million. So, Events machen was aus, Freunde. Das macht auf jeden Fall aus. Viele Dukanets haben ja so eigene Link-Skills oder Charaktere, die effektiv gegen sie sind. Bei Ultimate Gohan ist es Kid Buu. Beziehungsweise Link-Skill, The Wall Standing Tall, glaube ich. Der verhindert, dass er seinen Angriff die ganze Zeit steigt. Aber ja, ansonsten habt ihr schon gemerkt, dass sie nicht auf unseren Damage kommen, den wir eigentlich kommen sollten. Und Ultra Instinct Goku wieder mit keiner Ulti. Dankeschön. Dankeschön. Wenn Ultra Instinct Goku eine Ulti kommen, bekommen würde, könnte es eigentlich schon wehtun. Die anderen sind auf jeden Fall hier gut gedeckt. Vor allem jetzt, ich glaube, der hat seine vollen Stacks. Schätze ich mal, hoffentlich, denke ich mal. Ja. Ja, ich denke schon, aber kommt er nicht auf so gut. Hier zum Beispiel 1,2 Millionen, wenn wir das beobachten können. Und dann bekommen wir eigentlich nur auf 600.000. Ihr seht schon, ihr seht es. Also Ultimate Gohan auf jeden Fall nicht unterschätzen. Wir haben auch keinen Tütenvorteil. Ist auch tanky an sich von Natur aus. Komm, Ulti. Du darfst nicht mal ulten. Letztes Mal hast du Gotenks geultet und diesmal ultest du nicht, oder was? Okay, merke ich mir. Und... ja, okay, nice. Vegeta Blue kommt auf eine Ulti. Vegeta Blue dann auch. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ist perfekt. Und hier haben wir dann für Vegeta Blue 4 Battle. Heißt, wir haben eine gute Link-Skills gedeckt. Die zwei Jungs, komm schon. Wir wollen Damage von euch sehen. Vegeta Blue auf 100%. Alle Vegeta Blue auf 100%. Sehr, sehr solide Link-Skills getriggert. Super Saiyan, prepared for battle. Warrior Gods. Und durch Urd Godko bekommt dann unser Boy Vegeta nochmal 4 Battle dazu. Ja, wir haben ja auch 426.000 HP. Wir kommen da halt kaum drunter. 50%. Jetzt aber kommen Sie bitte. Bitte, es kann so nicht sein. Bitte machen Sie Schaden. Perfekt. Komm, 1,3 Millionen. Oh, das tut so gut, das zu sehen. Denn er steigert jetzt für 3 Runden seinen Angriff um 50%, wenn er ultet. Nein, wir haben keine Ulti auf ihn. Mach eine Edition Ulti, irgendwas. Töte ihn, mach irgendwas, bitte. Edition Ulti. Warum? Einfach eine Runde gewastet, Mann. Dieser Godku, hat 3 Dupes. Er hat bis jetzt noch nichts gezeigt. Godku, bitte. Tauschen Sie aus, mein Freund. Tauschen Sie aus, wenn es so weitergeht. Nee, aber Godku, also wirklich, wenn ihr Ultra Instinct Goku in der Rotation halten wollt, immer dann mit Godku. Nicht unbedingt. Also mit Godku ist auf jeden Fall gut. Er gibt ihn sehr, sehr gut. Links ist, wie gesagt, Ki plus 2, 45% auf den Angriff. In Zukunft, Toppo wird wahrscheinlich dann Godkus Platz einnehmen als Supporter, weil wenn Toppo awaked wird, ist er, gehört auch zu Dream of Gods und ist ein sehr guter Supporter für das Team. Evolution Vegeta wird für Int Vegeta Blue zum Beispiel reinkommen. Eigentlich dann Tech Vegeta Blue für LR Vegeta Blue, Goku Black und Strength Frau Zero Goku. So wird das Team mehr oder weniger aussehen dann in Zukunft. Genau, da warten wir halt wirklich noch drauf. Ja, das Ganze mal droppt, ne? So, die Maus eskaliert, ihr hört es. Die Maus will auch eskalieren. Wir wollen den Schaden annehmen von Elevator Blue. Wir müssen uns schnell. Oh nein, wieder keine Ulti auf Ultra Instinct Kakarot. Müllkuh. Das gibt's doch nicht. Gott sei Dank hat er Prepare for Battle, ja. Alle Charaktere, die Prepare for Battle haben, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Es haben viele Charaktere, viele Saints vor allem, sind Key plus 2. Godko hat das zum Beispiel nicht und man merkt es, dass er dann nur. Dass er schon ein bisschen Key fehlt. Auch wenn er gut in Key Links jetzt hat. Jetzt in dem Set zum Beispiel Over the Flash für Ultra Instinct Goku, aber overall für die anderen Charaktere schwierig. Overall schwierig für die anderen Charaktere. Aber gut, wir haben auch gleich wieder einen Doka-Modus. Ja, ihr seht schon, guck mal, er braucht 6 Ki an der Stelle. Whatever. 1 Stack haben wir jetzt, okay? 1 Stack, wir kommen auf 1,6 Millionen Angriff. Mit einem Stack 30% auf den Angriff. Das ist halt LR Goku Black. Der dann keinen Crit macht. Yeah. ich hacke jetzt total aufs Dupe-System, aber... Ich hatte so. Ich hatte das Glück, dass ich ein Dupe von ihm habe. Und dann würde ich es auf jeden Fall sehen. Dass er was Schönes droppt. By the way, jetzt wo ich Dupe anspreche. LMA Vegeta Banner kommt morgen online. Im Streamplan entnehmt ihr quasi, wenn ich da online gehe. Am Mittwoch um 10 Uhr morgens, da werden wir summon. Bin echt gespannt, ob wir da noch ein Dupe ziehen für Majin Vegeta. Ein Dupe würde für mich vollkommen reichen noch. Ja, jetzt hat Waste of a Dokkan Mode. An der Stelle, den wir da total wasten. Aber ich werde jetzt bei diesem Dokkan-Mod nicht die Button klicken, weil sonst wird die Animation zu lang. Der greift dann jeden an, macht seine Show. Ich lasse einfach durchlaufen, weil dann macht er direkt seine Ulti und dann sparen wir uns ein bisschen Zeit, hoffentlich. Wir sind jetzt bei knapp 20 Minuten. Oh Gott, ich glaube, das wird nicht besser als mein Potara-Run. Glaube ich nicht. So, jetzt geht er direkt über zu seiner Ulti, wie gesagt. Davor hat er noch ein bisschen Action gemacht, mir ein bisschen gezeigt, dass er auch kämpfen kann.
Aber das reicht auch so. Ansonsten würde ich aber jedem empfehlen, das immer anzuklicken. Ne? Ich mache jetzt nur wegen Zeit und weil er eh schon, weil ich mir sicher war, dass sie ihn besiegen. Aber. Puh, alright. Jetzt schauen wir, was hier abgeht. Wir brauchen mit Goku Black auf jeden Fall einen Crit. Anders läuft das Ganze nicht. Und, Freunde, keine Items, ne? Wir sind full life. Wir sind die ganze Zeit full life. Das ist halt LA Goku Black. Und deswegen kommt man so schwer an der Ulti. Ulti sage ich, an die Transformation von Ultra Instinct Goku. Ist leider so, was soll ich euch sagen? Ist leider so. Kit? Ach, schade. Hätte ich Ulti? Mau, ne, ciao, danke. Naja. Ist leider so, ist leider so. Ja. Langsam ist hier wie in der Sauna. Ja, Summertime, Dachboden, 80, 50.000 Grad. Müssen wir hinnehmen. Trotzdem wollen wir auf jeden Fall diesen Attempt hier versuchen. Ultra Instinct Goku, zeigen Sie was. Können die mich auch? Crit? Hat er schon einmal gekrittet hier in diesem Land? Ich weiß gar nicht. Okay, nice Deutsch. 5 Deutsch nehmen wir an. Und dann sind wir an der Stelle hier wieder bei Freezy Pop. Nee, ich glaube, das wird nichts mit dem Run. Ah, ich glaube, das wird nicht. Das wird auch ein bisschen lange dauern. Länger? Ah, schade. Ich weiß nicht. Also. Das ist komisch. Einer hat in den Kommentaren geschrieben. Also, ich glaube euch jedes Wort so ist nicht. Dass es mit dem Fusion Team 15 Minuten geschafft hat. Glaube ich euch, glaube ich euch. Ohne Items. Sache ist, ich kann mal, ich glaube, ich selbst kann noch nicht unter die 20-Minuten-Marke und ich frage mich halt, mit welchem Team ich es zuerst schaffen werde. Deswegen ist so ein, quasi noch ein eigener Touch dabei für mich selbst bei so einer No-Items-Challenge. Für mich selbst halt noch quasi, will ich wissen, mit welchem Team ich da unter 20 Minuten komme. Realm of Gods wird es nicht sein, ich glaube, wir sind schon über 20 Minuten. Rip. Also echt die Frage, welches Team? Welches Team? Welches Team? Mich würde auch interessieren, ob die Neo-Guard-Teams es schaffen. Ich denke auf jeden Fall ja, aber das Team muss auf jeden Fall richtig gut sein. Und ich denke, mein Super-Strength-Team hätte da sehr gute Chancen. War wieder, ich hatte da Fivan Goku, LA Vegito Blue, Vegeta und Bulma. Sind auf 100%. Dann haben wir noch auf jeden Fall andere gute Charaktere. Ja, gut, Support da mit reinnehmen. Ich glaube, mit dem könnte man es auch auf jeden Fall schaffen. Wir haben dann nur Strength-Charaktere, ja? Aber Kämpfing Agel, ja, gegen Omega-Stellung, glaube ich, und Freezer am Anfang. Aber die können wir auf jeden Fall umhauen mit Crit. Also, ich glaube, mit einem Strength-Team, Super-Strength-Team ohne Items ist auch auf jeden Fall machbar. Auf jeden Fall. Na gut, ja, jetzt sind wir hier durch. GG, dann gehen wir zur letzten Stage. Die letzte Stage ist schon physisch super, wie ich hier. Ultimate Gohan dauert immer zu lang, weil ich wahrscheinlich kann, ich, ja, Elite-Charakter hatte ich nicht dabei. Aber auch so, ich finde irgendwie Ultimate Gohan dauert immer irgendwie lang. Jetzt kommen sie. Oh mein Gott, bitte. Ihr hört den Mauszeiger, ne? Ihr hört den Mauszeiger. Wir wollen ja auf jeden Fall durch. Wir wollen ja auf jeden Fall durch. Oh Mann. Ich hätte denen die Ops geben sollen. Ihr merkt schon, ich klicke halt legit einfach nur durch gerade. Also ohne zu überlegen, einfach durchklicken, hoffen, lass sie die One-Shotten. 36 hat er, okay. Ja, der wird den, glaube ich, gut weghauen. Und den Vegeta sollte man ja. Oh, 2 Millionen. LR Goku Black ist so eine geile LR. So ein geiler LR-Charakter. Richtig geil, richtig geil. Es war brutal, als wir den gezogen haben, yeah? Halloween Special. Es war richtig geil, es war richtig geil. Erinnere ich mich noch gut dran. Okay, nice. Ah, und hier kommt noch das AGL-Visito, richtig. Hier ist noch ein AGL-Unit. Und... Jo, was machen wir jetzt? Transformation kam nicht. Seht ihr das? Was für ein brutales Team ist das? Das sind ohne Items... Ja, aber ich... Also... Es wundert mich nicht wegen LR Goku Black. Wenn man LR Goku Black nicht hat, dann... Dann wird es auf jeden Fall schwer. Bin ich ehrlich. Dann wird es auf jeden Fall schwer. Beziehungsweise dann ist es auf jeden Fall realistischer, die Transformation zu triggern. Wenn ich das so sagen darf. Jetzt komm, mach keine Show. Mach keine Show. Cancel deine Autodecks oder so. Mach keine Show. Lass dich einfach besiegen. Komm, bam. Eine Klatsche hier. Boom. Nächste bekommst du von Ui Goku. Komm mit sie. Komm, Ultra Instinct. Jetzt zeig mal deine Ultra Instinct. 1 Million. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Komm. Yeah, Unpolished Instinct, yeah. Zeig was, kommen sie. Overrated Charakter. Overrated dieser Ultra Instinct. Der ist schon mal der overratedste Charakter, den es je gibt. Nein, ich fand das Spaß. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Unit.
Aber ja, da soll man ein bisschen was zeigen. Ja, beide haben Dupes. Alle haben Dupes hier, außer Rosé. Und ja. Ich RIP. Danke. Genau sowas brauchen wir. So, die zwei Parts sind jetzt easy, weil wir jetzt fürs Battle aktiviert haben. Hoffentlich eigentlich nicht. Aber auch Elevation Blue kommt auch so durch. Auch ohne den nächsten fürs Battle. Vegeta kommt auch gut durch, weil er fürs Battle hat. Und der Goku bin ich gespannt. Wenn wir da bei ihm gute Aufs bekommen. Ja, okay. Ja, der ist auf jeden Fall weg. Also, warum fürs Battle? Weil in dem Event, falls ihr euch wundert, hey, ich mach gar keinen Schaden gegen den physisch Super Video, warum machst du Schaden? Weil ihr den Linkskill fürs Battle braucht. Ihr müsst den Linkskill fürs Battle aktivieren. Ihr seht, Vegeta und Goku leuchten so orange auf. Da macht ihr Schaden gegen ihn. Sache bei Elevator Blue ist, weil seine Stats schon so hoch sind, kommt auch so auf Schaden. Aber die Charaktere, die kein fürs Battle haben, die kommen nicht auf Schaden, sag ich mal. Ne? Müsst ihr euch merken. Bei dem Event, falls ihr euch fragt, eben, warum mach ich da keinen Schaden? Goku, komm, du, jetzt zeig mal was. Bitte, komm. Komm, Goku, mach, bitte. Drei Dupes, drei, Freund, mein Freund. Endlich, Dankeschön. Ja, nee, das haben wir niemals. Nee, wir sind niemals und. Ah, Mann, wir haben, glaube ich, so 25 Minuten, glaube ich. Ja, oh Mann, schade. Ich hatte echt Hoffnung. Aber wir haben da ein, zwei Runden, habe ich das selbst missgebaut. Da ich mal einmal Ki nicht eingesammelt habe, das verballert habe. Da hätten wir vielleicht zwei Minuten retten können. Vielleicht, wenn es gut läuft. Ja, müssen wir hinnehmen. Gut, dann beenden wir das Ganze gleich demnächst mehr auf meine Uhrzeit. Meine Zeit gespannt. Wenn ihr mitgemacht habt, wie lief es bei euch? Seid ihr auch schon fertig vielleicht? Denke ich, viele haben mich wahrscheinlich schon abgezogen. Ja, ihr seid locker unter Zeit. Diese 5 Minuten sind so delicious, die jedes Mal zu sehen mit einem schönen Crit hinterher. Und jetzt wollen wir quasi Naus hier und dann schauen wir unsere Uhrzeit ab. Wie gesagt, lasst mir in den Kommentaren wissen und in den Social Media Kanäle mit im Screenshot. Ja, ihr seid Discord, Twitter, Instagram. Wie eure Zeit war. Bei mir wird es folgende sein. Dumm. Jetzt. 26 Minuten Müll. Meine Best war 25. Okay. Also, in Zukunft werde ich mir auf jeden Fall versuchen zu bessern und zu steigen. Ich will die 20-Marke knacken. Ihr habt es wahrscheinlich schon geklappt. Wenn ja, lasst mir einen Kommentar wissen. Ansonsten wieder auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und wir sehen uns das nächste Mal, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.